Im Rahmen seiner echt engagiert Sommertour möchte der Tübinger Bundestagsabgeordnete Martin Rosemann Menschen und Vereine kennenlernen, die sich in besonderer Weise engagieren. Und da traf er in Pfullingen auf die Richtigen. Hier engagiert sich die Initiative für ein Kulturhaus, kurz IQ, seit fast 30 Jahren dafür, ein mittelgroßes Gebäude für kulturelle Veranstaltungen zu erhalten. Nun trägt ihr Engagement Früchte. Der Tübinger Bundestagsabgeordnete der SPD, Martin Rosemann, im Garten der Pfullinger Klosterkirche. Hier erfährt der Bundestagsabgeordnete nicht nur, dass die Klosterkirche knapp 700 Jahre alt ist, sondern in der Vergangenheit oft für Veranstaltungen genutzt wurde. Hier fanden Kellernächte und Konzerte statt. Auf 4 Etagen gibt es Räume dafür. Doch Pfullingen brauche etwas Größeres. Das befand die Initiative für ein Kulturhaus, IQ, die im Jahr 1995 gegründet wurde. Im Prinzip begonnen als selbst Kleinkünstler war es eben relativ schnell klar, dass es wenig gute Auftrittsorte gibt, ja? Also die für so kleinere Veranstaltungen nutzbar sind. Und deshalb war es so ein Anliegen von dieser Gruppe, so etwas Mittelgroßes zu haben, wo einfach dann eine annehmbare Bühne da ist, die Technik schon dabei ist und eine Ausleuchtung, was man halt so braucht, wo man nicht alles erstmal ausleihen muss, herbringen muss, aufbauen muss, so etwas, das eben mit relativ wenig Aufwand sofort bespielbar ist. Die neue Brandschutzverordnung verbot es dann auch noch, dass die oberen Stockwerke der Klosterkirche bespielt werden. Doch damit gab die Initiative nicht auf. Zusammen mit dem Gemeinderat der Stadt wurde hin und her überlegt, wie die Klosterkirche erhalten bleiben und gleichzeitig weiterhin genutzt werden kann. Die Idee wurde geboren, aus der Klosterkirche ein Kulturhaus zu machen. Dafür muss die Klosterkirche aber saniert werden. Um Gelder dafür zu generieren, entstand 2017 der Förderverein Kulturhaus Klosterkirche. Von dem Verein sei die Idee gekommen, sich für das Förderprogramm vom Bund Soziale Integration im Quartier zu bewerben. Und es war eben dann eine wahnsinnige Freude zu hören, dass wirklich die volle Förderung von 1,3 Millionen dann im Raum stand. Also das war dann schon ein ziemlicher Zuschuss. Ja? Also wir haben gesagt, jetzt kommt es vielleicht tatsächlich ins Laufen. Mit den Fördermitteln erhält die Klosterkirche einen Anbau, in dem rund 200 Menschen Platz finden. Auch eine Bühne wird es geben. Der Brandschutz ist mit dem Neubau auch gewährleistet. So ist die Klosterkirche als Kulturhaus vollständig nutzbar. Für Bundestagsabgeordneten Martin Rosemann ein beeindruckendes Projekt, das zeigt, was langjähriges Engagement bewirken kann. Hier seien die Bundesmittel gut angelegt. Da finde ich gerade, kommt es eben darauf an, dass wir eben damit tatsächlich auch neue Aktivitäten im kulturellen Bereich ermöglichen und jetzt eben nicht nur ein denkmalgeschütztes Gebäude erhalten, sondern dass beides eben zusammengeht. Und das, glaube ich, ist unglaublich spannend und es ist einfach toll zu sehen, dass eben Kulturpolitik, Sozialpolitik und Stadtentwicklung und Denkmalschutz dann so wunderbar gemeinsam passen. Das neue alte Kulturhaus soll eine Bühne der kulturellen Vielfalt werden, erklärt Margret Vollmer-Hermann, die Vorsitzende des Fördervereins. Das kann auch wirklich eine gute Chance sein für junge Leute, für junge Menschen, sich mal auszuprobieren. Tatsächlich mal hier diese einzigartige Kulisse, diese besondere Kulisse auch für besondere Formate zu nutzen. Wir sind auch im Kontakt mit dem Gymnasium hier, das direkt ja angrenzt ans Grundstück. Auch da ist so die Idee, da vielleicht, dass das eine oder andere Projekt entstehen kann. Um all die Ideen zu ermöglichen, wäre eine gewisse Anschubfinanzierung gut, so Vollmer-Hermann. Und diesen Auftrag nimmt der Bundestagsabgeordnete mit. Er prüft, ob es möglich ist, zusätzliche Fördermittel aus anderen Programmen zu generieren.